Hallöchen, Hallöchen, herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal mit eurem Berliner hier. Ich grüße euch. Wir haben jetzt den Wallet Simulator, den Prolog hier, die Demo. Bei der Vollversion seht ihr schon größere Karte, Einstellung eines Mitarbeiters, neue Funktionen, Autoreinigung ist drin, neue Autos, neue konkurrierende Unternehmen, neue Fähigkeiten und neue Maschinen, die sind jetzt in der Demo noch nicht drin. Wissen wir zumindest da schon mal Bescheid. Das Spiel ist am 24. Oktober 2024 erschienen und ist von der Firma Todd Game Studio. Da werden wir jetzt mal reinschauen. Ich habe schon ein Level gemacht, damit ich euch ein bisschen mehr zeigen kann, weil ich dadurch ein paar Fähigkeiten bekommen habe. So, wir gehen jetzt rein ins Spiel. Da ist unser Geschäft, wo wir sind. Leider sieht sehr trocken aus, sehr langweilig das Bild. Das ist die Hauptstraße, wo die Autos kommen. Da drüben sehen wir noch zwei weitere Parkplätze, auch die Autos oder im Formel 1 Schlitzer. Ich denke mal, sind die, die man später kriegen kann. Und da seht ihr die Schilder da, die Trennschilder, Verbotsschilder. Das sind die Parkplätze, die ihr nehmen könnt. Hier um der Ecke ist noch ein Parkplatz, noch ein Auto-Parkplatz. Da könnt ihr dann noch Parkplätze wie hier jetzt auch zu kaufen. Kostet die erste Stufe 1000, 1500, wenn die Kunden hier Schlange stehen. Sonst fahren sie gleich weiter, gehe ich mal von aus. Dann haben wir hier den Schlüsselkästchen und den Computer. Da haben wir jetzt nur zwei Möglichkeiten. Wir haben einmal das Geschäft an sich selber. Da haben wir dann die Dekoration, die Maschinen, die wir aufstellen können. Zeige ich ja gleich einer. Und das Essen. So, ich habe jetzt natürlich kein Geld. Ich habe 18 Dollar minus gemacht. Ich habe aber schon eine Maschine gestellt da drüben. Und da seht ihr schon eine 1. Wir haben eine Dose drin. Die konnte ich mir noch leisten. Dann war ich pleite. Die Stellplätze haben auch Geld gekostet. 500 und 1000, glaube ich, bin mir jetzt nicht sicher. 250 und 700, als 500, ich weiß es nicht mehr genau. Jetzt seht ihr hier schon den ganzen Dreck rumfliegen. Dann habt ihr regelmäßig auch in der Arbeitszeit, dann müsst ihr dann die ganzen Kram im Müll packen. Da muss ich sagen, ja, die Proportion des Mülls finde ich einfach voll übertrieben. Die Dinger sieht schon aus wie ein Eimer. Die Dosen. Das haut irgendwie vorne und hinten nicht hin, meiner Meinung nach. Aber naja, ist okay. Es ist halt ein großes, sag ich mal so, meckern auf hohem Niveau. Und wir warten mal ab, dass diese Kunde angefahren kommt. Was ich gut finde, das Spiel selber, die Fahrzeuge und die Kunden sind im Polygon. Und was ich gut finde, ihr habt so vier unterschiedliche Autos. Das finde ich echt gut. Aber wir haben jetzt Feierabend, sehe ich gerade. Was soll ich jetzt machen? Achso, drücken Sie Eingabetaste. Achso. Oh, okay, warte mal. So, das war eigentlich nur einmal gedrückt. Okay, jetzt haben wir einen neuen Tag. Und da kommt wahrscheinlich schon der erste Kunde. Der Park. Oh, ich habe gerade aufgeräumt. Furchtbar. So, jedenfalls aufräumen müssen wir regelmäßig. Also, wie das aussieht, täglich. Jetzt steht der Kunde hier. Wir drücken ihn an. Wir kriegen den Schlüssel von ihm. Steigen ins Auto. Was ich schade finde, das zeige ich euch gleich noch, oder was mich wirklich nerven tut oder stören tut, ist aber meine persönliche Denkweise bei dem Spiel. Nein, nichts kaputt machen. Ihr könnt auch Fahrzeuge der Kunden beschädigen. Und ich hasse diese Kamera, die sich automatisch immer dreht, wie bei dem anderen Spiel. Fand ich auch furchtbar. So, den Schlüssel haben wir in der Tasche. Das schmeißt man rein. So. Wir warten ab, dass noch einer kommt. Da kommt der nächste. Seht ihr, wieder ein anderes Auto. Sag mal näher. Das stört mich. Ich zeige es euch mal gleich genauer, bevor ich das Auto weg abhole. So. Ihr macht so ein Auto matt, bitte. Und wenn dann nur schwarz matt. So, da haben wir den Schlüssel. Ich schmeiße den Schlüssel rein. Jetzt seid leider doppelt mit so einem Flitzer. Dann können wir doch hier ein bisschen schön aufräumen. Wir kriegen wohl auch eine Bewertung. Wir können auch, wie gesagt, uns verbessern, was ich ziemlich gut finde. So ist das Spiel wirklich nett gemacht. Ihr macht größtenteils alles mit der linken Maustaste, außer einsteigen mit E-Taste. Also ich habe keinen Platz. Komm später wieder. Da kommt der Kunde. Okay, der holt sein Auto jetzt ab. Ja, war das, ne? Ich glaube, ja.
Ich steige ein. Wie gesagt, diese Kamera-Optik, die sich dreht automatisch, bin ich überhaupt kein Fan von. Fand ich, wie gesagt, bei dem anderen Spiel ja auch schon furchtbar. Weil es einfach Unruhe bringt. So, den haben wir abgefertigt, wir haben die Kohle bekommen. Oh, Entschuldigung, jetzt bin ich auf sein Auto gestiegen. Was jetzt passiert? Ein Dieb. Nein. Ich wollte nie einsteigen. Nein. Okay, keiner mehr da. Sehr schön. Oh, den Wagen habe ich beschädigt. Das fand ich auch doof, eben. Dass ich die Wand nicht sehe, weil die unsichtbar wird. Da muss auf jeden Fall der Hersteller mal nacharbeiten. Das sind so kleine Aspekte, die mich stören. Die Wand haben wir eben nicht gesehen. So, jetzt bin ich ja mal gespannt. Jetzt holen wir die Kiste von ihm hier. Den er probiert drin zu kommen. Also Diebe gibt es auch. Wir können ja auch einen Security-Dienst engagieren. Zeige ich euch gleich mal. So. Und dann zeige ich dir bei dem Wagen da vorne, was mich hier so echt stört. Hier ist ihr Auto, mein Herr. Okay. $50. Habe ich nicht. Na gut, machen wir Minus. So, die junge Frau. Jetzt zeige ich euch gleich, was mich stört. Ich mache die Kamera gleich hoch. Ja, sie läuft durchs Auto durch und das finde ich ja furchtbar ohne Ende, muss ich ganz ehrlich sagen. Und dann wartet auf sein Auto, soll er warten, ist mir doch egal. Ja. Das ist ein Punkt, der mich wirklich stört. Und ich muss mal gucken. Okay, mit dem Auto bin ich durchgeglitscht, okay. Oder nicht durchgeglitscht, mit der Kamera durchgeglitscht. Dann sollte die Kamera wesentlich auch automatisch richten. So, da wollte ich euch was zeigen beim Management. So, da haben wir dann hier das Mitarbeiter. Kammerdiener haben wir, Sicherheit und Buchhalter. Keine Ahnung, was die bringen, aber das haben wir auch nur in der Vollversion. Dann haben wir Marketing, da habe ich schon Level drauf. Das heißt, wir haben jeden Tag $5 extra Unkosten, obwohl wir nur $21 pro Parkplatz verdienen. Aber bringt halt mehr Kunden. Da ist schon wieder ein Dieb. Mal sehen, was passiert, wenn ich jetzt... Kriegen wir den? Mal gucken, ich will die ausprobieren, wenn wir, ob so ein Dieb kriegen, wie der rennt. Alter, du hast O-Beine. Die kriegen wir nicht. Wir kommen ja nicht ran. Weiß gar nicht, ob man jemanden mal erwischen kann. Wie gesagt, so ist das Spiel ja ganz nett, sage ich mal. Meins wäre es nicht. Die Grafik, wie gesagt, wie ich schon immer sage, typische Simulationsgrafik. Finde ich gut, dass wir wieder eine Hausstraße machen. Ja, ist ganz nett, aber persönlich, mein Fall wäre das Spiel nicht. Alleine schon, wenn die musstet wegkommen, weil das stört mich ungemein, sowas, dass die Figuren durchs Auto latschen. Und so verschiedene Dinge, die mich hier noch stören. Und die Proportionen einfach unrealistisch sind. Wenn ich jetzt im Nachhinein überlege, der Stand, der ist ja nicht gerade groß. Und das Auto daneben, das sieht aus wie ein Spielzeugauto. Ja, wie gesagt, da wäre cool, wenn der Publisher ein bisschen nacharbeiten würde. Hinten haben wir auch nichts, okay. Und ja, sonst würde ich sagen, ja, okay, ja, Daumen, nein. Was ich definitiv machen werde in nächster Zukunft, das hat mir jetzt das Bild gegeben, auch von einem anderen Spiel, was ich getestet habe oder gespielt habe. Ich werde demnächst die Struktur der Videos zum Anzocken ändern. Könnt ihr mir gerne in die Kommentare reinschreiben, was ihr davon haltet oder was ihr gerne mit reinhaben wollt, machen wollt, haben wollt. Ich würde gerne die Videos bewerten nach Gameplay, nach Grafik und nach Technik, wie sie laufen und ob sie irgendwelche Probleme machen.
So würde ich es gerne machen. Vielleicht habt ihr noch einen anderen Einfall, was ihr gerne wissen würdet, gerne in dem Video. Könnt ihr mir gerne unter die Kommentare schreiben oder in die Kommentare schreiben. Könnt mir gerne einen Daumen da lassen. Da wird sich so einiges in nächster Zeit verändern, denke ich mal. Also langsam habe ich ja mehr Zeit und nicht mehr so viel Termine. Und wie gesagt, das wird schon. Ansonsten würde ich sagen, definitiv, ja, man kann es spielen. Mehr sage ich dazu jetzt im Moment noch nicht. Ich gucke demnächst noch mal rein. Wäre ein Auto lieb. Ah, Bumble bleibt ja auch noch hängen, ey. Ach da, nee, wo ist er abgehauen? Ach, da hinten. Na gut, hätte ja sein können. Dann würde ich somit erstmal sagen, schön mit Öl, Leute, wir hören uns dann. Und danke fürs Reinschauen und bis zum nächsten Mal. Euer Berliner. Bye, bye.